Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stray Blade. Ja, in der letzten Folge hatten wir hier an der Stelle aufgehört. Ich musste jetzt gerade wieder hierher rennen, weil er irgendwann zuvor abgespeichert hatte. Das müssen... ich wollte eigentlich mit dir reden. Ah, geht gar nicht. Ah, sagt dir nur, wo ich jetzt hin muss, oder was? Ist das so? Nee, irgendwie nicht. Okay, keine Ahnung. Gucken wir mal. Irgendwas muss ich machen. Auf jeden Fall haben wir so eine Wandgemälde oder so ein neues Wandgemälde freigeschaltet. Und jetzt gucken wir mal, was hier generell noch so abgeht. Da unten ist noch so ein dicker... Was ist jetzt? Ja, jetzt sollen wir die Richtung wieder. Passt schon. Zeigt er... Ah, nee, jetzt will er nochmal mit uns reden. Jo, gut, alles klar. Beautiful, right? The river carries its name well. I've seen so many rivers, I stopped really looking at them. But I admit, this is definitely one of the more beautiful. We're here. What now? I think the Heaven's Climb Temple in the back is connected to the main one by a bridge. It's collapsed quite a bit, but hopefully the elevator is still working. Erklimme den Himmelsaufstiegstempel, um den goldenen Palast zu betreten. Nutze den Aufzug oder sowas. Wir gucken noch ganz kurz, was da hinten los ist. Da war ja auch noch so ein Dicker, den machen wir weg. Ich glaube, aufleveln konnte ich auch noch. Und dann gucken wir mal, was abgeht. Und verkloppen lasse ich mich auch noch. Oben war ja noch ein Blümchen, das geht schon klar. Hallo, was mache ich denn da gerade? Bin ich gerade vollkommen besoffen? Wollte ich eigentlich noch andere Waffen hochleveln? Bestimmt, oder? Alter, ich bin gerade echt kacke. Und dann machen wir ihn einfach weg. Komm hier, wegmachen. Nein. Okay, ich heile mich dann doch mal. Gut, einmal und wegpieksen bitte. Ich habe gerade gar kein Timing gehabt. Ja, ich muss ein bisschen leiser reden, meine Tochter schläft. Okay, so. Hier war, glaube ich, nochmal eine Herzbeere. Wunderschön. Jo, hier können wir uns noch ein bisschen XP und so mitnehmen. War ich hier schon mal? Wirkt gerade so, oder? Kann das sein? Nee. Keine Ahnung, was ich da jetzt schon wieder am Schädel drin habe. Ah, hier ist auch noch so ein Lager, jo. It always proved useful. Jo, alles klar. Jo, gut, dann kämpfen wir uns hier wieder durch, was soll's. So, da kommt mal alle her und lasst euch wegpieksen. Sorry, ich habe noch kein Timing. Gut, alles klar. Können wir so machen. Lass dein Schild wegboxen. Oh, Alter, die Waffe, ne? Das ist ja ultimativ Amok. Keine Ahnung, was ich da noch hochleveln wollte oder sowas. Das machen wir dann mal. Zu gegebener Zeit. Nö, ich habe jetzt keinen Bock, die 8 Jahre hinterher zu laufen. Da war noch Manit oder sowas. Das ist zu heftig, oder? Oh, das ist zu heftig einfach. Oh nein, meine Ausdauer. Das war dämlich. Ah, da haben wir das Manit mitgenommen. Aus Versehen eigentlich, mehr oder minder. Jo, das ist kein Souls-like, Leute. Alles klar, geht ganz easy. Irgendeinen neuen Feind haben wir da platt gemacht. Aus Versehen. War keine Absicht. Ja, ist hier ein riesiges Gebiet. Wo laufe ich denn hier rum? Ich habe gerade überhaupt gar keinen Plan. Karte? Ah, da oben. Was? Achso, ja klar. Ich bin hier. Da sollen wir hin. Ah, und das hätte ich mir auch noch ansehen können. Das ist wahrscheinlich ja genau ungelöstes Geheimnis. Da kommen wir nicht hoch. Jo, da hauen wir einfach hier alles so weg, was sich so uns in den Weg stellt und schauen mal, was abgeht. Oh, nochmal so eine Spinnenhöhle vielleicht? Mit irgendeiner Kreatur, die unsere Heilung verbessert? Das wäre doch mega nice. Jo, ein Level machen wir noch so. Ach, schade. Jetzt wollte ich nochmal da irgendwelche Kunststücke vollführen. Aha. Komm, hier gibt es bestimmt nochmal so eine Spinne oder sowas. So, irgendwelches Material, wunderbar. Kann ich da rüberlaufen? Was soll das? Warum schimmert das so? Ah, deswegen schimmert das so. Das muss man anscheinend noch freischalten, dass man die Brücken da aktivieren kann oder was. Die Geisterbrücke. Wie auch immer. Fuchtel, fuchtel, fuchtel. Tot. Schön. Kralle, Leder und so weiter. Ist es ein Traum? Irgendwelche Artefakte. Eigentlich müsste ich nochmal Waffen bauen können, so langsam. Oh, was ist mit dir? Hallo, ich wollte gerade auf mein Aufnahmeprogramm schauen. Was geht denn ab? Jo, stärker und stärker, ganz easy. Ich will hier die dicke Waffe rausholen. Die Riesenspitzhacke. Ja, irgendein Riese hat hier mal bös gelootet, würde ich sagen.
Kann man da hochspringen oder so? Ja, über die Brücke kommen wir ja nicht rüber. Da hinten zu dem Riesen, der dort Party gemacht hat. Oder irgendwas, irgendeinen Loot liegen ließ. Er starb. Gut, dann gehen wir wieder hier raus. Ich denke, da komme ich nur weiter, wenn ich diesen Skill habe, um über irgendwelche geisterhaften Brücken drüber zu rennen, die aussehen wie Grafikfehler. Traumhaft. Da hinten liegt wohl auch noch was rum. Und irgend so eine Brutmutter scheint hier nicht am Start zu sein. Ja gut, dann laufen wir mal weiter. Da ist eine ziemlich auffällige Wand. Steintafel, wie auch immer, wo ich nicht so einfach rüber kann. Gut, wenn ich ins Lager gehe und dann da, ja gut, alles klar, passt schon. Hinter uns links war, glaube ich, auch noch was, was man sich mal ansehen könnte. Auch das hier könnte eventuell. Ah, da muss ich mich hochziehen. Oh, nee. This week's memories. Ja, Himmel, Aufstiegstempel. Ja, ich komme aber. Komme ich so hoch auch? Kann ich mich hochglitschen? Glitschi, glitschi, glitsch. Glitschi, glitschi, glitsch. Nee, schade. Jo, da müssen wir uns wohl durchkämpfen. Jo. Um dann in den. Ja, da müssen wir ja gleich hin zum Himmelaufstiegstempel, um dann in diesen goldenen Palast da rein zu können. Wunderbar, können wir machen. Wollte ich noch eine andere Waffe? Ja, das mache ich, wenn ich an der Schmiede bin. Da baue ich nochmal irgendwelche Waffen, skille die dann hoch und dann schauen wir mal an, wie es dann weitergeht. Jetzt ist es mir gerade mal egal. Passt ja im Moment. Da hinten ist auch noch eine Weisheitstafel. Da war. Ne, da ist nichts. War da nicht gerade was ein. Achso, wahrscheinlich runterklettern war eingeblendet mit B, nehme ich mal an. Irgendwas war eingeblendet. Ja, genau, klettern. Notiz, schwarzes Erz. Wir haben den ganzen Tag versucht, dieses dunkle Erz abzubauen, aber es geht einfach nicht. Also haben wir den Schutt auf dem Boden gesammelt und herausgefunden, dass er unglaublich strapazierfähig ist, was ihn sehr wertvoll macht. Aber wir können ihn nicht abbauen. Unsere Spitzhacken zerbrechen alle und das Erz gibt nicht nach. Das ist alles vergeblich gewesen. Der dunkle violette Schimmer ist überwältigend, wenn ich nur etwas davon mitnehmen könnte. Schön. Und jetzt? Gut, wissen wir Bescheid. Soll das so eine Art Nebenquest sein oder was wollen die mir da verklickern? So, wie gesagt, da müssen wir gleich rüber zum Lager, da ein bisschen Damage machen. Ah, hier war die Brücke. Genau. Machen wir gleich. Irgendwas ist hier immer noch mit den Fraktionen, glaube ich. Man kann auch noch irgendwelche Entscheidungen, glaube ich, treffen, wenn ich das richtig weiß. Hier haben wir ja schon aufgeräumt, da waren ja diese zwei, drei Soldaten, genau. Haben die irgendwas Wertvolles bewacht? Warum komme ich eigentlich nicht da oben an die Tafel ran? Was soll denn das eigentlich? Tafel, Tafel. Ah, das sind wieder diese, ja. Ah, vielleicht sind das so metallische oder magnetische Steine. Es sieht fast so aus, als ob ich mich da auch ranziehen oder hochziehen könnte. Keine Ahnung, werden wir auch noch sehen. Gut, so viel dazu. Ja, mein Mikrofon macht heute nochmal mega wenig Ausschlag, warum auch immer. Und dann immer, wenn ich hingucke und doch nochmal teste, macht es doch nochmal mega Ausschlag. Das verarscht mich. Hör auf, Mikro. Hör auf, mich zu verarschen. Achso, stimmt. Wir sollten die immer aktivieren, um dann auch die Wiedergeburtsschreine da freizuschalten. So, und genau, den Bereich hier links. Das müsste auf der Karte. Wäre schön, wenn die Karte mir immer anzeigt, wo ich auch tatsächlich bin. Ja, so ungefähr. Ich dachte eigentlich, es wäre hier. Da war ein ungelöstes Geheimnis und irgendwas anderes, keine Ahnung. Was ist das da? Ah, so ein Entwurf. Okay, alles klar. Jo, gehen wir einfach mal dorthin. Wir werden uns eh alles irgendwann nochmal genauer anschauen und so. Ihr kennt mich ja. Aber zuerst machen wir jetzt mal ein bisschen Damage und pieksen ein bisschen wild rum. Alter, die haben mich am Anfang auseinandergenommen, also ungefähr vor einer Stunde noch. Spielzeit. Ja, vielleicht auch ein schöner Kampferöffner, indem ich mit einem Heavy Hit so reinballere und dann zupikse wie wild. Wenn Bochi das sagt, scheint das wohl irgendwie hier relevant zu sein, dass wir hier noch irgendwas abgrasen können. Gucken wir doch einfach mal. Hallo. Na. Ah. Ein Wauwau. Heavy Hit und dann leichte Angriffe nachsetzen, bis du stirbst, jo, alles klar. Alter, das ist so heftig.
Jo, dann sammeln wir doch mal Artefakte ein und Erinnerungen und was weiß ich nicht alles. Irgendwas war da gerade. Gut. Sehr, sehr schön. Und Blümchen. Oh nee, hör doch mal auf damit. Kann man die Dinger eigentlich irgendwie wegpieksen oder so? Nee. Man kann nur sterben. Traumhaft. So, geh mal hier weiter. Nochmal sterben, nochmal sterben. Wir sind immer noch auf dem Umwegpfad, ne? Ja, aber das werden sie sicherlich auch patchen, dass man direkt sieht, wo man ist und dass hier direkt die Kamera hin... dass das direkt hier hingeht und dass ich nicht immer mich selbst noch suchen muss, hier rum. Da könnte ein kleines Geheimnis sein oder so. Ein kleines Lager. Ach, jetzt wollte ich mal parieren. Jetzt wollte ich einmal parieren und jetzt wollte ich eigentlich nicht parieren und jetzt wollte ich sterben. Oh Gott. Ach stimmt, die Rüstung. Das macht sich natürlich auch noch bemerkbar. Wir haben ja auch noch neue Rüstungen gefunden, die uns da irgendwie verbessern. Muss ich auch mal noch gucken. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Das ist übrigens auch unglücklich, dass ich auf dem gleichen Button, wo ich aufhebe, auch dodge. Weil gerade an Kanten, wenn der dann nicht aufhebt, dann dodge ich da ins Nichts. Das war nämlich ebenso bei, also nicht, dass es passiert ist, aber es wäre fast so passiert, als diese zwei Blümchen da nebeneinander lagen. Hier diese Herzbeeren. Da habe ich eine aufgesammelt, war voll und dann wollte er die nächste nicht mehr aufheben und hat einfach ist nach vorne gedodged am Ende der letzten Folge. Und wenn ich da ein bisschen doof stehe, falle ich einfach nach unten. Das ist dann doof. Ist nicht so geil irgendwie. Schwerer Angriff, dann leichter und dann parieren und das hat mal wieder super funktioniert. Aber die Spielmechanik ist mir egal, weil jetzt bin ich crazy unterwegs. Das war geklockt eigentlich. So irgendwie, glaube ich. Keine Ahnung. Gib mir Waffen. Es scheint so, als ob wir hier im Anfangsstartgebiet jetzt so... Oh, der scheint dicker zu sein. Als ob ich hier schon alle Waffen gefunden hätte. Aha. Und Peaksy Peaks. Könnte so sein, weil die erste Reihe der Waffen haben wir ja alle schon freigeschaltet. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so ist. Waffenstange, Rüstungsteil. Da ist eine Schmiede, oder? Ah, Schmiede. So, was können wir machen? Siegreicher Hammer war, glaube ich, wichtig. Ja, das machen wir auf jeden Fall, den Hammer. So, Hammer schmieden. Wir überspringen das Ganze. Und da gucken wir, ob ich noch ein bisschen Rüstung schmieden kann. Auch wenn ich nicht genau weiß, was die bringen. Ich denke mal Helm und Jägermantel, das könnte noch wichtig sein. Ich baue das jetzt. Ach, da fehlen die Zähne mal wieder. Wie immer, dann machen wir Helm und Ledergewänder, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Dürfte eigentlich dafür reichen. Und dann gucken wir uns an, was ich davon wie tragen kann. Genau, reicht. Wie gesagt, normalerweise würde ich sagen Waffenvorrüstung, weil wegen Skills und so. So, der Pixi behalten wir auf jeden Fall, deswegen wechsle ich die Waffe mal hier rauf, der war auch nicht schlecht. Hol mal das siegreiche Hammer hier rein, um den hochzuleveln, um unsere Ausdauer dann abzugraden. Wenn es denn passt. So, was haben wir hier? Kettenweste habe ich an. Och, das ist noch stärker, die Ledergewänder, echt jetzt? Das ist ja mal krass. Okay, dann machen wir das. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da ist er, der Link. Da ist der Link. So, und jetzt der Lederhelm. Auch da sind wir wieder stärker. Krass. Jo, nice. Dann machen wir das auch. Und die Schulterplatten, da haben wir schon die stärkeren an. So, jetzt sind wir hier der Wikinger-Link. Alles klar. Ich muss die Farbe dann mal ändern. Mache ich für die nächste Folge. So, jetzt können wir den Hammer upgraden, um dann... Was kann der? Oh jo. Ist klar, das ist der leichte Angriff des Hammers. Alles... okay. Jo, kann man mal machen. Und der schwere Angriff? Jo. Das ist der schwere Angriff und das ist der leichte. Okay, wissen wir Bescheid, ne? Kann man mit dem Hammer? Ah, hätte ja sein können. Gut, der ist ein bisschen OP auch. Also die nächste OP-Waffe. Was ist dann? Warte, ich komm hoch. Warte, warte. Und dann springe ich doof auf dich. Jo, kann man mal machen. Oh, das hat er geblockt. Das nicht. Alter, was ist denn das? Wollt ihr mich gerade verarschen? Was sind das alles für OP-Waffen hier, bitte? Und jetzt kann ich hier rüberspringen, oder was? Nehme ich mal an. Und dort ist dann ein kleiner Kampf oder so, vielleicht.
noch ganz kurz hier unten gucken, ob da noch irgendwas war. Jetzt springe ich gleich ins Nichts und das war's dann. Ah, da war irgendwo ein Metall. Wunderschön. Intium. Jo, ich denke mal, das war's hier, oder? Ah, da könnte ich, ja. Irgendwas hat's damit zu tun, dass man damit höher springen kann mit dem Stein da oder sowas. Es wirkt so. Weil da oben geht's ja auch irgendwie nochmal weiter. Oder ich komm, oh, oder ich komm da runter. Oder ich glitsch mich hoch, glitsch dich hoch. Glitsch, glitsch doch. Glitsch doch mal. Glitsch, glitsch. Ne, glitschen klappt einfach nie, ne? Ah, das ist doch sauber ausprogrammiert, oder? Kein Hate, aber ist doch so. So, gut. Gehen wir da hoch und springen mal auf die andere Seite und dann schauen wir uns da mal an, was abgeht. Ui, ah, das geht. Jo, alles klar, wunderschön. Gehen wir da runter. Da hat es irgendwelche Leute massiv gekostet. War ich schon auf der anderen Seite? Da haben wir es wieder gesehen mit der Beere und dem Dodge. Kam ich von da? Jetzt bin ich gerade vollkommen irritiert. Nee. Gerade komplett die Orientierung verloren. Oder? Hä? Nee, ich kann ja nicht von da gekommen sein, aber irgendwie fühlt sich das gerade für mich so an, als ob ich das schon kennen würde, da. Wo in Gottes Namen bin ich? Jo, dann holen wir mal alles mit. Ja gut, der Hammer ist Amok, der Degen ist Amok, viele Waffen sind Amok. Doch, da war ich schon, da bin ich vorbeigebrettert, oder? Genau, ganz am Anfang, oder? War das so? So, da können wir runter, das ist... Ja, keine Ahnung, wo das ist, das ist nochmal... Boah, ich verlaufe mich gerade. Ja, sieht doch vieles gleich aus. Nee, wir waren doch... War nicht hier irgendwo das Wandgemälde oder so? Jetzt bin ich gerade echt raus, ey. Keine Ahnung, ich bin anscheinend da irgendwann mal vorbeigerannt, bin dann hier hoch, bin da... Bin ich da vorbeigerannt oder sowas? Keine Ahnung. Wo waren das jetzt wieder? Ich check gerade gar nichts mehr. Ja, wenn nicht, irgendwie finde ich den Weg schon nochmal. Denk nach. Ach, das war dieser komische Sumpf da unten, ne? Ja, alles klar. Dann sind wir hier hochgekrabbelt, genau. Und hier habe ich dann dieses Wandgemälde gefunden. Okay, da sind wir jetzt einmal so im Kreis gelaufen. Wunderschön. War eigentlich klar, auch auf der Karte ersichtlich, war jetzt kein Problem. So, die Wasserkluft. Jetzt müssen wir hier irgendwie weiter. Und da hinten ins Lager, hier komme ich nicht rüber. Brücke kaputt. Ja, wir müssen über die andere Brücke da ins Lager rein. Beziehungsweise hier vielleicht noch nachschauen. Ist schon ganz fluffig, ganz spaßig, das, der ganze Krempel. Das muss man schon sagen. Schon ganz nett. Ja, Bochi, ich komme ja. Kann ich da rüber jumpen oder was will er mal sagen? Komm, dann machen wir das doch mal. Auch wenn es sinnlos ist, weil ich hätte einfach darüber gehen können, was wir ja schon gemacht haben. Ja, und dann muss ich hier rein. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Macht mega Laune, das Ganze. Ich hoffe, Aufnahme ist geglückt. Ich werde den Link hier mal ein bisschen anders einfärben für die nächste Runde. Und wie gesagt, da geht's hier weiter mit der nächsten OP-Waffe. Und dann können wir auch bald nochmal skillen, wenn die komplett aufgelevelt ist. Und da geht die Party weiter. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, dass meine Tochter nicht wach geworden ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.